Gold, gibt es hier jetzt noch irgendwas oder ein bisschen Mana? Amulett des Wilderers. Was kann das? Kann das was Schönes? Tierfreund und Überleben plus 2. Okay. Naja, was kann Tierfreund? Ah, da. Nee. Ist das dem Tierfreund? Da ist Tierfreund. Schwache Tiere greifen mich nicht mehr an, okay. Finde ich jetzt nicht unbedingt erstrebenswert. Na, ja, das ist aber auch insgesamt nicht gut geschützt. Gibt es denn hier keinen Teleporter eigentlich? Warum ist denn hier kein Teleporter? Damit hätte ich jetzt stark gerechnet. Oh, gibt's hier was? Ah, oh, tatsächlich. Dass es hier einen Teleporter gibt. Sowas. Dann werden wir, denke ich, doch erst einmal zum Vorlaufen, damit ihr dort den Teleporter nutzen könnt. Genau, es müsste in die Richtung sein. Da hinten sieht man es doch, glaube ich, auch schon. Das vor. Zack, und weg ist er. Ja, da hinten ist es tatsächlich. Was ist denn hier? Irgend so ein kleiner Vogel. Ein Aasfresser. So, das nehmen wir mit. Und da ist noch einer. Bestimmt wieder irgendwas Ungesundes da oben. Bin ich mir doch ziemlich sicher. Interessante Konstruktion hier. Hier sind auch noch irgendwelche Kuppeln, halb zerstört sind. Und das ist wieder ein Shrex. Ah, den können wir aber mitnehmen. Den Schakal. Nicht wahr? Ha ha ha!
Na, geht doch. So. Da stärken wir uns doch lieber ein bisschen. Damit wir jetzt hier nicht mit den letzten Kräften im Fort ankommen. Ah, und da vorne ist ein Teleporter, das ist super. So. Schauen wir mal, wer bist du? Wie haben wir denn da? Ein Neuer im geheiligten Land? Wenn du dich im Fort frei bewegen willst, musst du zahlen wie jeder andere auch. 200 Splitter als Eintrittspreis oder du bleibst draußen. Alles klar? Ich nehme an, das gilt auch für mich? Ersche die Nachfragen, zahlen drauf. Dann sollten wir besser den Rückzug antreten. Halt, halt, halt. Bezahl mich. Dann drücke ich für heute ein Auge zu. Von mir bekommst du gar nichts. Weißt du was? Ich mache dir einen Vorschlag. Ich lasse dich umsonst rein. Dafür zahlst du mir das nächste Mal das Doppelte. Deal? Nein. Vergiss es. Ich mache dir so ein großzügiges Angebot und du lehnst es ab? Ich bin wirklich schwer enttäuscht, dass ich das machen muss. Besonders stark bist du ja nicht. Aber ich respektiere, dass du gegen mich angetreten bist. Deshalb mache ich dir ein Angebot. 100 Splitter und du darfst dich hier frei bewegen. Na, was hältst du davon? Welches Duell? Ja, vergiss kein Duell. Ich bezahle nicht. Überleg's dir gut, Freundchen. Du willst mich nicht zu deinem Feind. Weiß ich nicht. Du solltest dich lieber nicht mit mir anlegen. Ach ja, und warum sollte ich das tun? Weil ich nicht möchte, dass deine Mutti einen Sohn weniger hat. Wow, wow, wow. Immer mit der Ruhe, Cowboy. Ich will hier kein Blut vergießen, okay? Hätte ich gewusst, dass es dir so ernst ist. Wie auch immer, ich bin auf deine Splitter nicht angewiesen. Lass uns Frieden schließen, okay? Wir sehen uns. Alles klar. Oh, jetzt willst du nicht mehr mit mir reden. Alles klar. Sage mal... Masten, du da? Oh, wer bist du? Du bist ein Händler. Hast was Cooles? Warum redet ihr denn alle nicht mit mir? Ist das normal? Hätte ich ihn bezahlen sollen. Ne, mit Fall kann ich auch nicht sprechen. Was ist denn jetzt hier los? Das kann ja nicht richtig sein. Wen haben wir? Dann sollten wir. Ich. So. Du sollst. Warum funktioniert? Kann ich denn jetzt hier mit niemandem reden? Mit dir kann ich reden. Wen haben wir denn? Das ist ja komisch. Naja, gut. Gib mir einen groben Überblick über das Fort. Was willst du von mir? Du sollst mir sagen, was ich über das Fort wissen muss. Ach so, sag das doch gleich. Also, wo fange ich an? Ja genau, bei Baxter. Baxter war der Erste, der das Fort in seine Form gepresst hat, wie du es heute hier vorfindest. Vorher war das einfach nur eine große Ruine, wo jeder in die Ecken gepisst hat. Aber er hat mit ein paar Arschtritten das Ding in eine riesige Wehranlage umfunktioniert. Erzähl weiter.
Ach ja, einer der alten Gefolgsleute von Baxter hat ihm die Macht entrissen. Und dieser jemand ist der Duke. Und der sitzt jetzt seinen fetten Arsch auf dem Thron breit. Aber uns geht's nicht schlecht unter seiner Führung. Wenn man ihm und seinen Leuten nicht in die Quere kommt, kann man gut leben. Mhm. Was muss ich über die Hauptleute wissen? Ihre Namen reichen für den Anfang. Matt Bob, Chloe, Blake und Big Jim heißen sie. Wie sie drauf sind, wirst du erfahren, wenn du mit ihnen quatscht. Aber sie hecheln dem Duke schon lange nicht mehr so treu hinterher wie früher. Tu dir trotzdem selbst einen Gefallen und kack seine Familie nicht an. Da kriegt er sofort Pickel. Ach ja, dann ist da noch Nasty, die Zwillingsschwester vom Duke. Das härteste Weibstück hier. Sie kontrolliert die Außengebiete und steht so gar nicht auf duckmäuserische Schwätzer. Also, gesünder für dich, wenn du ihr nicht auf die Nerven gehst. Mhm. Wie denkst du über das Elex? Es ist der Treibstoff für den nächsten Trip. Wir vermengen es mit anderen Substanzen und fertigen so unsere Stims. Manche werden zwar abhängig von dem gepanschten Mist, aber ich habe es unter Kontrolle. Wenn das Klerikerpack oder die Berserker denken, sie hätten ein Anrecht auf das Elex, dann irren sie sich. Wir sind die Einzigen, denen es zusteht. Und ganz im Vertrauen, dass der Konverter vor unserer Haustür steht, hat auch seine Vorteile. Warum? Die meisten Menschen, die ich kenne, fürchten sich vor den Alps und ihren Maschinen. Natürlich geht mir der Stift, wenn sie hier patrouillieren. Aber das meine ich nicht. Soweit ich weiß, stopfen sie ihren Konverter voll mit allem, was Elex enthält. Wenn diese gefühlskalten Arschgeigen also schon so eine Vorarbeit leisten, sollte man sich das zu Nutzen machen. Hat sich das Ding also vollgesogen wie eine Zecke, ernten wir das Elex einfach ab. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass der Duke nur ihr Spiel mit ihnen treibt und darum noch untätig bleibt. Unsere Granaten werden ihre Ärsche schon nach Xakor zurückkatapultieren. Und die Menschen, die im Konverter verenden, interessieren dich nicht? Nein, was kümmert mich ihr Schicksal? Ich sehe nur den Profit, den ich aus ihnen schlagen kann. Mehr nicht. Ja, das klingt natürlich durch und durch nach dem Outlaw. In dieser Gegend gibt es einen horrenden Missbrauch mit verschiedenen Substanzen. Besser, du lässt dir nichts injizieren. Mehr ist wahrscheinlich besser. Gut, dich zu sehen. Zeig mir das. Aber natürlich. Jo, aber du hast jetzt auch nicht so viel geiles Zeug. Oh, du hast Handgranaten. Handgranaten sind natürlich was Feines. Teiltränke, ja, nehmen wir auch mit. Dafür verkaufen wir dir das. Das brauchen wir nicht. Sonst haben wir hier. Fünf Elex-Tränke, aye. Wo haben wir die denn her? Also, ich wusste, dass wir welche gesammelt haben, aber nicht, dass wir so viele haben. Ups, ne, das will ich nicht verkaufen. Vielleicht bauen wir es nochmal. So. Das passt, denke ich. Hast du noch was Schönes? Schön, dich zu sehen. Zeig mir das. Alles klar. Reines Elex hat er, okay. Okay.
Wait, wer bist du? Schönen Tag. Schönen Tag, okay. Was hast du zu erzählen?